Herzlich willkommen zurück bei The Show. Neue Stunde, neue Themen. Ein ganz neuer Aufhänger am heutigen Abend und der spaltet Meinungen, möchte ich meinen. Allerdings, der spaltet vor allem die Gaming-Community in die Singleplayer und in die Multiplayer, denn Cheaten ist ja nicht gleich Cheaten. Ne? Du weißt das selbst. Du cheatest ja generell nur im Multiplayer. ist natürlich Quatsch. Ne? Der Cheat an sich ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse, der die Regel dort aufnimmt, wo sie passiert. Im Innern des Körpers. Oder in dem Fall im Innern des Spiels. Denn Cheaten, was versteht man eigentlich unter Cheaten? Cheaten ist nichts anderes als Bescheißen. Aber wo ist denn eigentlich Bescheißen erlaubt und wo ist es nicht erlaubt? Zum Beispiel bei einer Klausur im Matheunterricht ist es nicht erlaubt, wird aber von denen, die am Mathe teilnehmen, ja, gemeinhin anerkannt oder zumindest nicht kritisiert. Bei Spielen im Singleplayer-Modus ist es eigentlich auch kein großes Thema. Ich erinnere mich, weiß ich nicht, noch an den berühmten Konami-Cheat, ja, oben, unten, unten, links, rechts, BA, BA, Select, Start, wenn ich mich recht erinnere, war damals auch kein Problem. Unendlich Leben, Warp-Zones, keine Ahnung, durch Wände gehen, war in dem einen indizierten Shooter zum Beispiel auch so ein Ding, was man gerne praktiziert hat. Das war gang und gäbe. Allerdings kam mit den Multiplayer-Spielen, Counter-Strike und anderen, natürlich die Cheat-Problematik auf ein ganz anderes Thema. Was ist, wenn man online cheatet? Ja? Wenn es darum geht, quasi mit seinen eigenen Fähigkeiten gegen andere Gleichgesinnte zu spielen und die Fähigkeiten an sich zu testen, wenn da einer cheatet, dann ist das natürlich was ganz anderes. Jetzt wollen wir über das Thema Cheaten natürlich sprechen, vor allen Dingen in der Spielebranche. Und wir haben am Telefon jetzt Bernd Wolfram, Geschäftsführer von DLHnet. Kannst du mich hören, Wolfram? Ja, hallo. Hallo, Servus. Ich kann dich hören. Hallo nach Köln. Moin. Also hast du ja eben schon gehört, was ich gesagt habe. Prinzipiell ist das richtig, wenn man unterscheidet zwischen Online-Cheaten und, sag ich mal, Offline-Cheaten, beziehungsweise Singleplayer- und Multiplayer-Cheaten. Würdest du da auch unterscheiden wollen? Ja, aber natürlich. Also ich denke, bei Singleplayern ist es ganz klar, jeder soll nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Jeder soll so viel cheaten, wie er möchte oder es braucht ja auch vielleicht. Bei Multiplayer steht zumindest für uns fest, kommt Cheaten überhaupt nicht in Frage. Also man wird zum Beispiel auf DLHnet keine Multiplayer-Cheats finden. Bei euch findet man dafür aber ein gut sortiertes Cheat-Archiv für Singleplayer-Modi. Wie seid ihr darauf gekommen? Der Cheat-Markt an sich ist ja doch relativ groß. Wie kommt man an so Cheats? Wie generiert ihr eure Cheats? Spielt ihr die alle selber durch und probiert die aus? Oder wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Also seit es das Internet gibt, gibt es natürlich auch bei uns eine sehr große Community. Und die User, die bei uns auf der Seite sind, die schicken die Cheats einfach ein. Teilweise bekommen wir sie auch von den Publishern mitgeteilt und teilweise finden wir sie selbst heraus. Wie ist das eigentlich so? Es gibt ja wirklich super komplizierte Cheats. Also keine Ahnung, stell dich auf den Kopf, mach einen Schnürsenkel auf und sing dabei ein Lied und dann kriegst du den dritten Charakter freigeschaltet. Also auf sowas kommt man ja nicht einfach durchs Ausprobieren. Ist das wirklich dann was von den Publishern selbst gestreut wird, gesagt wird, okay, so funktioniert's, oder kommt man auf die meisten Cheats, gibt's immer irgendwelche findigen User, die drauf kommen? Also es gibt Leute mit Fähigkeiten, die so etwas herausfinden. Aber im Wesentlichen werden derart komplizierte Cheats wahrscheinlich eher durch das Debuggen der Spiele herausgefunden, wo man dann einfach durch die Extrahierung des Codes dann herausfindet, wie ein Cheat funktioniert. Okay, also prinzipiell dann doch weniger durch Trial and Error. Man muss halt genau wissen, an welcher Stelle man genau guckt. Wie ist das mit dem Cheaten und den Reaktionen? Also bekommt ihr da auch zum Beispiel von der Singleplayer-Community irgendwie Gegenwind oder sind die eigentlich eher recht dankbar, dass zum Beispiel bei besonders schweren Spielen ihr da Hilfestellung anbietet? Also es gibt, da wundern wir uns auch immer, relativ unterschiedliche Cheater-Typen. Es gibt den Normalfall des Cheaters, der erst dann sich für einen Cheat interessiert, wenn er in einem Spiel nicht mehr weiterkommt. Mhm. Wenn er sich einfach denkt, Mensch, ich habe jetzt irgendwo zwischen 30 und 50 Euro für das Spiel ausgegeben, und ich hänge jetzt hier schon im zweiten Level fest und ich komme einfach durch die nächste Tür nicht durch. Das ist der typische Besucher auch von DLHnet, der dann einfach den Spielernamen eingibt und dann typischerweise auch dort Codes findet, wie er an der Stelle weiterkommt. Oder aber eine Komplettlösung. Dann gibt es die Leute, die
quasi Spiele mehr so als eine Art Film verstehen. Also sie wollen sich eigentlich gar nicht anstrengen, um den Weg zu finden, sondern sie möchten sich das alles ganz in Ruhe angucken. Also sie nehmen sich dann eine Komplettlösung oder sie nehmen sich halt Cheats für Gottmodus, um das Spiel ganz in Ruhe genießen zu können. Und dann gibt's noch die ganz Extremen, die gucken vorher bei uns auf der Webseite, ob es für ein Spiel überhaupt Cheats oder Lösungen gibt. Und erst dann kaufen sie sich das Spiel. Das ist ja, also davon machen dann ihre Kaufentscheidung abhängig. Wahrscheinlich, weil sie vielleicht auch, wie du es eben schon gesagt hast, gar nicht die Zeit haben, ein Spiel durchzuzocken. Wenn es keine Cheats gibt, kommt das Spiel schon gar nicht in Frage oder so. Ja, sie haben ein ganz anderes Spieleverständnis. Also für sie ist weniger das Knobeln oder das Herausfinden die Aufgabe, sondern ganz einfach nur das Durchspielen, unter welchen Bedingungen auch immer. Jetzt ist es ja auch so, dass es zum Beispiel bei Xbox oder Xbox Live gibt es ja die Möglichkeit dann auch, wenn man gewisse Errungenschaften erreicht hat, dass man dafür dann Punkte kriegt, die man dann bei den Spielerprofilen sieht. Für viele ist ja das schon ein Dorn im Auge, wenn man dann das Spiel durchspielt, dadurch dann die Punkte abgreift, aber im Prinzip eigentlich gar nichts dafür geleistet hat. Ja, das ist ja nun mehr die Sicht von Dritten auf denjenigen, der sich da die Ergebnisse ercheatet hat. Mhm. Die fühlen sich ja auch gar nicht so sehr angegriffen dadurch, sondern sie fühlen sich in dem Spiel, was sie gerne mögen, hat einer ihre Religion verletzt, nämlich wirklich zu probieren und zu kämpfen und auszuprobieren und viel rumzulaufen, das hat derjenige halt nicht gemacht. Und deswegen sind sie auf den immer sauer. Mhm. Ihr hattet ja neulich auch das Thema, ich kaufe Gold in World of Warcraft, das ist ja ein ganz ähnliches Thema. Die Hardcore-WoWler werden sicher sagen, du musst dir alles selbst erspielen und wenn du da 150 Stunden lang farmen musst, und da werden halt die Leute sagen, die nur eine Stunde Spielzeit am Tag zur Verfügung haben, tut mir leid, also ich möchte das Spiel gerne spielen und ich finde das auch toll, aber nicht zu den Bedingungen, die mir da vorgegeben werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch ganz einfach sagen, wenn es wirklich keine Cheats geben sollte, also mal abgesehen von Hacks, sage ich jetzt mal, dann hätten sie die Entwickler ja auch gar nicht einbauen müssen. Aber tatsächlich ist das ja immer wieder eine Option, die auch die Entwickler selbst wollen scheinbar. Also ganz am Anfang war es halt so, dass Cheats nichts weiter waren als im Spiel gelassene Programmiereroptionen, die dadurch schneller in ihrem Spiel sich zurechtfinden wollten. Dann kam halt das berühmte indizierte Game, auf dem Ego-Shooter-Markt, wo dann zum ersten Mal der Begriff der Cheats die Runde machte, wo dann auch die Sachen quasi so eine Art undokumentierte Programmfeatures waren, die absichtlich im Spiel gelassen wurden. Und heute ist es nun so, dass also zum Beispiel im Ego-Shooter-Bereich, dass ja fast alle Ego-Shooter auf wenigen Engines aufsetzen und dass in diesen Engines die Codes bereits eingebaut sind. Also man muss sie dann quasi nur noch an der Stelle suchen, das ist dann das Allereinfachste. Das, was heute ja das große Problem ist, sind die sogenannten Binärprogramme wie Trainer, die gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben, sondern die programmiert werden, um einem Spiel von außen bestimmte Eigenschaften aufzudrücken, wie zum Beispiel ein Godmode oder ein ständiges Wiederaufladen der Munition und so weiter. Und das sind eher die problematischen Sachen heute. Wobei natürlich da auch ganz klar gesagt werden muss, jeder, der in seinem Singleplayer-Spiel cheaten will, auf diese Art und Weise soll das gerne tun. Nur schwierig wird es halt, wenn das so weit geht, dass für mehrere tausend Euro bei Programmierern Aufträge erteilt werden, bitte besorge mir Vorteile in einem Multiplayer-Spiel oder in einem Internetspiel. Ja. Das ist dann auch das Thema, mit dem wir uns gleich noch beschäftigen beim Cheaten in Online-Spielen, gerade auch im E-Sport. Bernd Wolfgramm, Geschäftsführer von DLH.net, vielen Dank für deine Meinung. Ja, jederzeit. So, haben wir schon mal ein bisschen was zum Singleplayer vor allen Dingen gehört. Da ist es, wie gesagt, gang und gäbe. Beim Multiplayer ist das schon eine ganz andere Welt, da reden wir gleich noch drüber. Jetzt gibt's erstmal den Newsflash. Man mixte zwei der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten mit einem der angesehensten Spiele
Designer aller Zeiten. Was kommt dabei raus? Wir wissen es noch nicht so genau, aber ein bisschen mehr wissen wir schon seit der Penny Arcade Expo, denn da ist ein neues kleines Teaser-Video erschienen zu einem Spiel namens Death Spank, und das ist von Ron Gilbert. Der hat unter anderem Monkey Island zu verantworten, und dann soll dieses Spiel auch tatsächlich eine Mischung aus Monkey Island und, Achtung, Diablo werden. Wir sehen hier in diesem Video leider noch keine Ingame-Sequenzen, sondern quasi irgendwelche Items, wie bei Diablo, nur dass die halt irgendwelche verrückten Boni geben und nicht diese klassischen plus 10 auf Stärke, wie man es von Diablo kennt. Also tatsächlich auch jetzt vom Stil der Schriftarten und der Bilder scheint das Ganze ein Mix zu sein zwischen Monkey Island und Diablo, und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Wir bleiben natürlich am Ball. Gefällt mir jetzt schon, der Thong of Justice, den will ich auch haben. Saints Row 2, es gibt wieder Neues von dem GTA-Klon, kann man ja eigentlich schon so sagen. Auf jeden Fall ein neues Sandbox-Spiel, und das Geile an den neuen Videos ist, dass da kein geringer als Gary Busey mitspielt. In Deutschland ist Gary Busey vielleicht nicht so bekannt, in Amerika ist er hat schon so einen leichten Trash-Held-Faktor. Man kann ihn so fast auf eine Stufe mit Chuck Norris setzen, nicht natürlich so gehypt wie Chuck Norris, aber er hat auch so einen ähnlichen Ruf, spielt in über 140 Filmen, hat er, glaube ich, schon mitgespielt, und ist auf jeden Fall ein sehr abgefahrener Typ. Der macht Werbung für Saints Row jetzt und erklärt, was so geil darin ist, wenn man einen Hubschrauber über der Stadt abballert und crashen lässt, und es ist auf jeden Fall sehr lustig. Wir können euch das leider erst ab 23 Uhr zeigen, machen wir dann auch, aber die Bilder dazu habt ihr eben schon gesehen, und mehr dazu gibt es natürlich auch bei uns im Artikel, also checkt das unbedingt ab. Gary Busey macht Werbung für Saints Row 2. Wir haben vorhin schon mit Thomas Lugajczyk von der Games Academy gesprochen und ihn gefragt, wie kommt man eigentlich am ehesten so an Arbeitsplätze in der Games-Branche, und da hat er einiges erzählt, aber vielleicht gibt es bald eine Sache, die er nicht erwähnt hat, und zwar braucht ihr bei Little Big Planet nichts weiter als den Editor anzuschmeißen und fleißig Levels zu bauen, denn wie wir aus der User News von King of Kings 90 lesen können, hat Pete Smith, der Produzent von Little Big Planet, in einem Interview mit Computer and Video Games gesagt, dass dieser Titel eben genau das Richtige für kreative Menschen sei, die sich einen Job in der Spielebranche hoffen, und man will also die Level, die da gebaut und hochgestellt werden, genauestens in Augenschein nehmen und sich gegebenenfalls kreative Leute rauspicken, die das Potenzial haben, um in der Spielebranche zu arbeiten. Also, das ist vielleicht euer Weg zum Glück. Auf jeden Fall führt der Weg zum Glück am neuen Far Cry 2 Trailer vorbei. Im Oktober ist es ja soweit. Und dann kommt das Spiel raus für PS3, Xbox 360 und für den PC. Und hier sehen wir schon mal Bilder. Aber was viel wichtiger ist, dass ab der 23-Uhr-Stunde können wir euch dann endlich den Trailer zeigen zu Far Cry 2. Ort des Geschehens, wie man auch unschwer erkennen kann, auf diesem Bild jetzt vielleicht nicht, aber prinzipiell auf den Bildern, dass das Ganze in Afrika spielt, ähnlich wie auch Resident Evil 5. Und mehr dazu dann in der 23-Uhr-Stunde. Da freuen wir uns schon sehr drauf, euch den neuen Far Cry 2-Trailer zu zeigen. Ja, Far Cry 2, das wird ja auch unheimlich. Da gibt es ja auch irgendwelche fiesen Schergen, zombieartige Viecher. Und, Achtung, es kommt eine Überleitung. Achtung. Ich sag nur, dass es jetzt vorab schon mal ein anderes menschliches Unwesen gibt. Ich guck mal kurz, was kommt. Das gleiche treibt. Und zwar ist es Dracula. Da gibt es nämlich einen dritten Teil für den PC. Mit Michael Bister. Mit Michael Bister, Dracula 3, das gucke ich mir an. Außerdem. Hallo, Michael Bister, Dracula. Viel geiler. Aber nicht viel geiler, aber mindestens jetzt habe ich es gerafft. So, hat die Zeit Schwede gestoppt, ne? Wurden bei hier Dr. Kovajumis Gehirnjogging gefühltes Alter, was war das? 82. Aber mittlerweile bin ich schon bei 39. Ja. Und, danach gibt es übrigens Screen mit Dennis. Nee. Doch, ernsthaft. Ehrlich? Ja, ich glaub's doch. Guck mal.